Ich lade alle recht herzlich ein zu unseren Strategieimpulsen Anlage. Wir haben drei Themenbausteine. Also im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der aktuellen Kapitalmarktsituation. Warum sind die Zinsen so niedrig, wie sie sind? Wie werden sie sich weiterentwickeln? Und das beleuchten wir aus ganz verschiedenen Szenarien. Wir schauen uns die Inflationsrate an, wir schauen uns das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank an, wir schauen uns mögliche Szenarien an, wenn die Schulden vergemeinschaftet werden sollen. Und da leiten wir dann her, was passieren wird mit der allgemeinen Zinsentwicklung und auch mit unseren Geldanlagen und finden da dann die richtigen Antworten, wie man dann eben darauf reagieren kann. Im zweiten Thema beschäftigen wir uns damit, dass ja die Erträge der Geldanlagen weg sind. Und dadurch, dass die Erträge weg sind, haben unsere gemeinnützigen Organisationen immer mehr ein Problem, ihren gemeinwohlorientierten Zweck umzusetzen. Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Es sind zwei an der Zahl. Eine Lösungsmöglichkeit ist natürlich, die Erträge wieder so zu optimieren, dass sie wieder fließen und auch auskömmlich fließen. Ein zweiterer Hebel, und da wird sich zeigen, dass der Hebel deutlich größer ist, ist, dass man die Geldanlage an sich wirkungsorientiert mit Impact versehen anlegt. Das dritte Thema im Strategieimpulse Anlage ist das Thema Nachhaltigkeit. Hier ist jetzt die Frage ganz konkret, wenn ich mich dafür entscheide, meine Geldanlagen nachhaltig anzulegen, um somit Wirkung, gemeinwohlorientierte Wirkung zu erzielen, ist hier die Fragestellung, ja, wie denn jetzt genau, wie konkret? Und hier geben wir Antworten, wie man das bestmöglich mit höchstmöglichem Impact umsetzen kann.